Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Moin. Ah, jetzt geht das schon wieder los jetzt. Ja. Ah, richtigen Knopf gefunden. Sehr gut. Haben wir unser Haus eigentlich schon mal vorgestellt, seitdem es fertig ist? Keine Ahnung. Mit so schick mit Flagge und so? Das war ein bisschen Eigenwerbung. Oh, danke fürs Geld. Die ganze Zeit schon. Ja, das geht immer wieder, aber noch nichts Tolles dabei gewesen. Ja, das ist schon wieder, weil sie Zähl drin haben. Kein Wunder. Wir haben unser Haus noch nicht fertig. Die Türme oben drauf fehlen immer noch. Stimmt. Was man sich sieht, ne? Nicht sieht. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Fertig jetzt? Ich, ja. Achso. Wieso? Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Ich weiß nur noch Denn? nicht, wo du bist. Ich flieg über dem Haus. Ich komme auch runter auf den Boden. Ganz hinten rechts. Genau, das baue ich hier gerade. Das sieht aus wie eine riesen Toilette. Warum hat das kein Redstone, dass das Wasser immer raus springt? Du fuscht auch seit neuestem überall. Na, guck mal, wer uns besucht hat. Der Raver. Was ist denn sein Auftrag? Ich habe ihn gefragt, was er so. Hast du hier noch Probleme mit deinem Brunnen oder? Ja, diese einzige Stelle läuft nicht gerade. Ich weiß nicht warum. Okay. Und auch wenn du sie dicht machst und wieder Ja, habe öffnest. ich auch schon versucht mit. Und mit wie viel Wasserblöcken arbeitest du? Mit einem. Okay. Das ist ja kurios. Deswegen. Das ist ja was anders gebaut oder so. Jetzt laufen sie beide ungerade. Das wäre komisch. Ich komme mal gleich gucken, ob ich es geschafft habe. Ich melde mich erstmal zum Nachbarngrundstück. Wir haben da ja mal wieder was vorbereitet für die Community. Oder in diesem Fall war es eher der DC Killer. Ich weiß davon auch schon seit 10 Minuten. Wie ihr sehen könnt, hier ist es schon ziemlich bunt. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das ein Abbau-Event werden soll. Genau. Hey, das war jetzt mehr geraten. Ja, nebenbei hat er noch ein paar Kisten hingestellt. Ich denke mir, wir werden noch ein bisschen was versteckter hinpacken. Dass es nicht innerhalb von 2 Minuten alles leer gedrückt ist. Aber da lassen wir uns sicherlich noch was einfallen. Außerdem ist ja auch noch Platz, so wie man sieht. Ganz schön viel Luft gelassen, ne? Ja, ich musste leider los, deswegen wurde noch nicht alles auffüllen. Nix. Ich habe noch mal ein bisschen was in der EC gehabt. Sollte ja nachher nicht sagen, du hast das alles alleine gesetzt, ne? Ja, Das das waren drei Blöcke ist doch Videobeweis, ich habe auch was gesetzt. da. Eigentlich habe ich alles gesetzt, ich möchte das nur nicht sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, was so die wertvollsten Materialien sind, ne? Jetzt von den Blöcken her. Ich Also denke mal, zur Zeit ist, wäre das Flyhaus, ist Diamanten. weiß ich gar nicht, Diamanten gibt es hier eigentlich wie Sand am Meer, allein durch den Money Drop. Ich würde mal fast Okay, eher das stimmt tippen, auch dass wieder. es die Smaragde sind zum Handeln mit den Villagern. Ja, so oft brauchst du die aber auch nicht. Ja, aber du brauchst Masse. Wenn du mal
Effi, da brauchst gleich mal 33 Dias. Smaragde. Das stimmt wohl. Ich weiß, im normalen Minecraft sind es auf jeden Fall Diamanten. Da hast du eh nicht viel mit Villagern zu tun. Kurios. Aber man kann es ja gut beobachten, wenn sie dann alle kommen, wo sie sich halt erst draufstürzen. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir da unter einfach ein Meer aus Lava machen? So einen kleinen Überraschungseffekt. Wer zu tief buddelt, geht baden. Bitte nicht zu tief. Der kriegt halt auch nichts. Vorsichtig noch einsteigen. Bloß, das bin ich aber vorgewarnt. Ach, an der falschen Stelle vorgewarnt. Gut, habe ich das auch schon mal alles weggesetzt? Ich weiß nicht, geht Redstone. Okay, Redstone wird nicht funktionieren. Hier ist ja mal wieder richtig was los mit 292 Leuten. Ja, ich hab schon gesehen. Und vor allem, warum ist denn das runtergesetzt auf 230? Ach. Da achtet man ja sonst nicht drauf, aber okay. Aber warum sind noch immer 290 Leute online? Ich habe keinen Blassen. Ist hier irgendwie schon wieder jemand. Warte mal. Kein wichtiger im Spiel. Guck mal an. Hey, Money Drop. Genau. Dann werden das wahrscheinlich gleich schlagartig weniger. Boah, der Spawn ist voll. Echt? Dachte ich mir. Kannst gerne mal gucken gehen. Ich weiß gar nicht mehr. Hier stehen 3 Supremer. Ach, ich stehe. Schreiben wir es so rum. Teleportation. Oh Gott. Alto Belly, was geht denn hier ab? Ja, alles neue Supremer, jede Wette. Alter. Aber das ist gut. Noch ein paar Money Drops und ich organisiere jetzt noch ein paar Beacons für unser Drop Event. Jo. Abo Event. Meine ich ja. Beides. Auch das Drop Event wächst. Ich glaube, Raver wollte dir schreiben, bei mir hat er nur so Fragezeichen geschickt. Ja, ich habe mal ein Fragezeichen zurückgeschickt. Alter, hier ist aber auch richtig was los, würde ich sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir weitermachen, ne? Kann man gleich den Money Drop Block zum Abbau-Event packen. Der Brunnen läuft. Jetzt auch normal. Ja. Raper mal wieder. Hat er mit Absicht gemacht. Ja, natürlich macht er immer. Erst hat er ihn kaputt gemacht. Ja. Der war vorhin bestimmt hier. Ja, ja. Ja, das jetzt ist. Hab ich ihn kaputt gemacht. Du der Oh, du bist ein Held. Sorry. Du, der verbackt uns das. Ich sag dir das. Haben wir überhaupt noch Erze hier, die wir setzen können? Oh Mann, so gut wie gar nichts mehr. Ne? Naja, mal gucken. Hattest du dir eigentlich schon mal überlegt, wann du es jetzt starten möchtest? Nö. Gut. Diesen Samstag wäre ganz schlecht. Nochmal zur Erinnerung, jetzt Samstag gibt es ein Kisten-Event, auch live bei uns natürlich zu verfolgen. Um 20 Uhr macht, jetzt lass mich lügen, LPH oder LHP? Ich vertausche die Buchstaben mal. Kiloan von einem anderen Clan. Läuft von CB zu CB und öffnet Supreme Kisten. Also wer Lust hat, kann sich da gerne zu uns einloggen. Und das nächste Fly. Und kann das dann gerne mitverfolgen. Warum habe ich mit einmal 13k? Ich hatte eben nur 8. Beschwer dich nicht. Ja, aber komisch. Vielleicht die 8 davor schon. Und nochmal 200. Das sind die Griefer-Kisten. Diese 50 Dollar und 200 Dollar. So. Oh. Will ich auch noch ein paar öffnen. Apropos,
Ich muss mal kurz gucken, wie das heißt. Was denn? Der Reaper-Rang, da kannst du doch alle paar Wochen Da brauchst du nur Slash Cooldowns eingeben, ne? Dann siehst du es. Free Kiste. Kann erst am 15. Ich glaube, ich habe es noch nicht einmal gemacht, seitdem ich den habe. Also einmal, ja, als ich mir geholt habe. Was hatte ich jetzt der Free Kiste, ne? Du hast zwei Kisten erhalten. Eigentlich kriege ich nur eine. Nee. Doch, doch, jetzt kriege ich nur eine. Ich habe es hier noch offen. Du bekommst alle 14 Tage eine epische Truhe geschenkt. Ist genauso wie ich krieg auch ein Booster. Ja, den habe ich jetzt auch gekriegt. Ein Erfahrungsbooster, den ich irgendwann mal Ich habe einsetzen noch kann. drei. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Ich muss gleich mal gucken. Slash Booster war das, ne? Ich habe noch. Oh, Mist. Nein, der ist es nicht, okay. War es Boost Info oder? Was denn? Booster Info. Booster Info. Nö. Jetzt haben wir es. Leerzeichen vergessen. Ich habe noch zwei All Booster und zwei Erfahrungsbooster. Ne. Zwei All Booster und zwei Drop Booster. So rum. So. Ich fliege mal zum Spawn und öffne meine Kisten. Vielleicht kriege ich ja was Tolles. Und ihr seid live dabei. Es wird schon geschehen sein, wenn es soweit ist, aber. Das stimmt. Hey, was, sein Kopf rennt da wieder mit rum. Hey, ich habe einen epischen Kopf. Ob ich was ich öffne dann hoch. Aber auch noch ein paar. Ja, wenn wir schon mal da sind, ne? Ja. Kriegt. Ja, Sachen wir Ich will machen. keinen Wandeffekt. Ich will eigentlich auch keinen epischen Kopf. Ich würde gern. Ich glaube, ich habe einen Wandeffekt. Ja. Orange Bitte? Wand. Ich habe einen Wandeffekt bekommen. Orange Wand. Oh, toll. Ja, und wie? Los, Glas. Der gefällt mir nicht. Wenn man die mal verkaufen könnte, ne? Dafür habe ich jetzt einen Dingskopf. Strohballenkopf. Schon wieder 1000 gekriegt. Oh, ihr bist Kopf. Ich würde gerne wissen, wo die ganzen anderen Köpfe sind, weißt du das? Können nicht mit einmal alle verschwunden sein. Brauchst deinen Kopf. Hast du gekriegt? Schon zum zweiten Mal. Ja, schon mal verkauft. Genau. Also mir fehlen Noch sicherlich mal ein Kopf. vier, fünf epische Köpfe. Der Netflix-Kopf ist, hier der Twitter-Kopf ist weg. Der Dreckkopf ist weg. Den ich von der Säule gekriegt hatte. Signiert von Bantor. Vielleicht finden sich irgendwann mal an, wenn wir die Kisten hier alle abreißen. Den Kuchen. Yay. Kuchen. Hey, hier ist eine Truhe mit einer Truhe drin. Bücher, Bücher und Gold.
Du weißt auch nicht, wo mein Dreckskopf, Dreckkopf ist, ne? Ein Dreckkopf? Hm? Der müsste unten in der Garage sein. Nö, da ist keiner. Oh, dein Konto wurde 200 geschrieben. Hast du es hochbekommen? Nee. Yay, im Wandeffekt. Yay. Nee, ich hab keine Ahnung, wo meine Köpfe sind. Weil die waren locker so 12k wert. Gucken wir, hier so alles rumgeiert. Ja, vor allem hat es einfach keinen Sinn, so dicht dran zu stehen, ne? Ja, das ist nur einfach von den anderen CBS gekommen. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns morgen so aussieht. Ja, vor allem was so los ist, ne? Das Video kommt ja auch erst heute Abend hochgeladen. Mal gucken, wenn sich das noch die Zeit hat, sich das anzugucken. So ein bisschen Facebook-Werbung. Kannst ja auch ab und zu hier in den Chat reinschreiben. Das stimmt wohl. Kein theoretisch auch. Moment mal. Worauf warten wir? Hm. Ein schönes Abgehauen. So, ach, ich weiß gar nicht. Das ist schon echt lange her, dass wir ein Video gemacht haben, ne? Irgendwie ist das zurzeit leider nicht so drinne. Zwecks Arbeit und so. Aber hier haben wir nochmal eine Steinfarm gebaut, eine automatisierte oder. So. Sorry. Ach. Cool. Was? Brinja hat mir geschrieben, ach egal, ich komme einfach in den Stream. Ja, was geht's? Ich war gerade kurz. Ich hab reingeschrieben wegen dem Kisten-Event. Wo rein? Sorry. In dem Spiel, in den Chat. Ach so, okay. Wo ich schon zu alt war, ich sehe es nicht mehr. Ach da. Bist du jetzt an? Was? Ja, muss ich was dazu schreiben zu Filmkisten? Du. Ja, weil. Viel zu viel kannst du nicht schreiben. Und das, ich denke mal, also ich glaube nicht, dass irgendjemand hier wegen Griefer-Kisten Werbung machen würde. Das wäre irgendwie so ein bisschen. Hast du eigentlich unsere YouTube-Schule gezeigt? Ja, gleich als erstes, aber ich als erstes hochgeflogen. Jetzt bin ich gerade bei unserer Steinfarm. Ich wollte gerade von der automatischen und nicht automatischen Steinfarm reden. Achso, okay. Und dann hast du uns unterbrochen und dann habe ich gemerkt, es gibt kein Redstone an, weil sind halt 281 Leute online. Naja. Obwohl Redstone läuft. 43. Oh ja, ich hatte noch nicht wieder gedingst. Das geht. Also mal ernsthaft, Redstone läuft auch. Aber irgendwie nur halb Redstone oder so? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Deine. Den Sinn hier hinter. Hartz IV Money. Hat er das geschrieben. Oh, ist doch gut. Den finde ich cool. Beacons.
Und die hat vorhin schon geschrieben. Hallo? Ja, bitte. Ja, sehr gut. Na klar, ich bin gerade am Schreiben. Achso. Eine fragt mich gerade, ob ich dafür sorgen kann, dass mehrere Leute auf CB17 kommen. Soll er mal ein halbes Jahr warten, dann kann ich mir nur sagen, wo er hinkommen kann. Wie lange haben wir noch eine Aufnahmezeit? Ich kann es dir gar nicht sagen. Wir haben noch 9 Minuten. 2 Minuten. Wollen wir einmal rüber switchen? Willst du es echt machen? Jo. Ich schreibe nur noch Brinja. Brinja. Dann können wir meinetwegen. Einen Schluck auf. So, meinetwegen können wir. Ja. Kann sein, dass das Bild gleich einmal weg ist, da ich direkt nur damit verbunden bin, also wundert euch nicht. Zack. Nö. Zack. Ich guck runter. Erstmal runter gucken. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, ich musste kurz neu starten. Oh, warum das? Spielsitzung abgelaufen. Ich habe Beacons gefunden. Und die das. Kann ich die abbauen? Ich werde nicht so viel zeigen, ne? Ich gucke die ganze Zeit runter, ob das ein bisschen doof kommt. Du bist schon drauf, oder? Ja. Hey, die Sickle lassen wir online. Das ist, wenn man wie. Deswegen das Hartz-IV-Geld, was du gekriegt hast. Man den ganzen Tag einfach nur am PC sitzt, deswegen ist die Sitzung abgelaufen. Oh, ein Boden. Wey! Na, erzähl mal. Ich zeig nur. Wir haben uns einfach mal überlegt, so ein kleines Spielserver aufzumachen. Also nichts Großes. Nur, dass hier ein paar Leute ein bisschen spielen können. Wir haben ja auch so verschiedene City Builds. Wir haben, wo Shadow gerade ist, eine Farmwelt, Warp Farmwelt, Kommen wir da hier schon braucht man rein? nur reinspringen, dann kommt man in die Farmwelt, genau gegenüber ist das gleiche in Grün, halt nur in der Netherwelt, Kommt wenn man man da da schon rein? reinspringt. Ja, kannst du rein. Geh Da einfach unten mal rein, komm. lag ein Drachen ein. Ich bin beim letzten Mal nicht reingekommen. Da habe ich einen Drachenei da unten verloren. Alter. Ja, ist Dezent typisch. verbuggt hier. Verbuggt? Was ist verbuggt? Ja, keine Ahnung, das hat hier eben völlig durchgestottert. Keine Ahnung. Los, Ja. stirb. So kommt man halt in die Farmwelt. Wenn dann gegenüber halt, wie gesagt, wo ihr gerade gesehen hattet, wo Shadow gestanden hat, war die Farmwelt so. Ja, dann können wir mal auf die City Builds gehen. Ich muss erst reparieren. So, jetzt können wir. Also wir haben bis jetzt Wir gehen. zwei City Builds und einmal ganz hinten rechts den Event-Server. Der wird halt nur geöffnet, wenn wir Events machen. Und das ist, denke ich mal, so einmal in der Woche. Na, fangen wir mal mit einmal im Monat an und dann gucken. Ja, ich wollte eher einmal in der Woche machen, dass ein bisschen Ressourcen hier in Umlauf kommen und dann einmal im Monat. Ja, gut, das kann man auch zu Anfang ein bisschen was, aber. Gehen wir einfach mal einfach hier rein. So. Also man braucht hier Dann auch sind keine wir Angst haben, schon. man kann nicht absaufen. Nein. So. Das soll.
Der erste Spawn werden. Es ist noch nichts fertig gebaut, es kann sich noch einiges ändern. Ich wollte gerade sagen, also Also, legt es nicht auf die Goldwaage. ne. Mal gucken, was hier abgeht. Ja, das sind hier halt die Plots, die man sich kaufen kann. Ähnlich wie bei Griefer. Nur, dass die Plots hier größer sind. Die haben, glaube ich, lass mich schwindeln, 15 Felder mehr. Ja, die haben wir größer gemacht. Ich habe sie nie nachgezählt. Nee, ich weiß es aber. Ja, eigentlich kann man hier alles so ähnlich wie bei GG. Man kann clearen, man kann merchen. Jetzt Wochenende kommen neue Plugins für Slash Kopf zum Beispiel. Wir wollen mal ein bisschen gucken. Wir wollen es natürlich nicht genauso aufziehen. Das wäre ja dasselbe in Grün. Nee, das auf keinen Fall. Da kommen auch neue Plugins. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht immer, die kriegst du nicht raus, weil das Grundkonzept einfach dementsprechend ist. Wo willst du Da eigentlich geht aber hin? auch ein ganz großer Dank an Waver raus, dass er ist, dass der das alles hier hochlädt. Der die ganzen Plugins und das installiert. Ja. Hier und oh, gar nichts. Das ist Da bist eigentlich du. unser Admin. Ich wollte gerade sagen, er ist auf unseren Server unser Genau. Admin. Er hat vollen Zugang bekommen und ich und Shadow haben uns nur zu Quaven genommen. Das reicht uns. Ja, jetzt zum Bauen nachher. Also haben wir noch ein paar andere Sachen. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier auch schon im Game Mode 3 unterwegs. Ja. Kleinigkeiten, ne? Also, das ist wirklich nur zwischendurch spielen, ein bisschen, wenn man Langeweile hat, Zeitvertreib hat. Wir werden da auch Videos machen, klar. Wir wollen da keine Scammer haben. Es geht schon Also. wieder los. Das ist der beste Was? Beweis. Sobald ich aus einer falschen Richtung, wenn du jetzt stehen bleibst und ich gucke aus einer falschen Richtung zu dir, verschwindest du einfach. Ich bin gar nicht drauf. Du stehst gerade direkt vor mir. Bin ja hier auf dem Server. Du stehst trotzdem direkt vor mir. Anzeigebug. Ja, das kann sein, noch dass im Hintergrund was läuft. Ja, und ich kann dich nur aus einer Richtung sehen. Ich muss da echt nochmal hinterher. Das kann ja nicht sein, ne? Ja, warte mal. Warte mal kurz. Du bist ja noch oben, ne? Ich bin nach oben, genau. Ja, warte. Das ist eigentlich ganz kurios. Guck mal kurz. Nichts bei mir. Ja, wir laufen gerade. Jetzt bist du weg. Oh, da bist du schon wieder. Gut, dann warst du doch nicht weg, dann war es wieder nur ein Anzeigefehler. Wahnsinn. Ich gucke gerade auf die Serverauslastung. Der kann ja nicht hoch sein bei einer Person, ne? Ja, das kann daran liegen, weil wir ja. Ich will nicht zu viel erzählen. Wir haben zu viele CBs und dafür noch nicht den Server ausgereizt. Zu sehr ausgereizt, meinst du? Ja, also zu sehr ausgereizt für das. Aber da wir halt eh erstmal nur bauen, habe ich das noch nicht höher gesetzt. Wäre auch Schwachsinn, dann würde ich ja eher die Ja. CBs ein Stück runterdrücken, wenn es Nee, gar das nicht mehr bleibt anders alles. geht. Es wird alles hochgeschraubt noch. Wir wollen auch, dass Redstone ein bisschen flüssiger läuft. Ja, muss man immer gucken, wie es machbar ist, ne? Ja. Wenn das auf Kosten von anderen Sachen ist, ist ja auch immer doof. Also, Er sagt auch das soll aber CBs. flüssiger laufen. Klar wird das irgendwann abschalten, wenn einer da eine riesen Farm hinknallt. Alles klar, rein in CB17 erstmal ein halbes Herz verloren. Hier ist echt nichts los, hier sind 28 Leute online. Ja, das ist halt das unser nächstes Projekt. Also, Er hat auch die Spawnplots noch nicht freigegeben, sehe ich gerade. welches Bomplot? Auf CB17. Ich bin bei Griefer Games. Ja. Hab ich eigentlich schon Wie? wieder. Cool. Er hat doch, als er 17, 18, 19, 20 bis 22 geöffnet hat, er die Spawnplots doch alle einkassiert und wollte die verschenken.
Die auf 17 gehören alle noch ihm. Immer noch? Ja. Ja, wie gesagt, und er ist auch. Ist auch echt wenig los hier. 31 Leute. Das einzig Positive, ich kam rauf, gab gleich Money Drop. Ja, auf 22 ist ein bisschen was, ne? Weiß nicht, also, ich wollte gerade mal gucken. Ich wollte gerade mal so auf 20, so die goldene Mitte. Das sind 191 oben. Wie waren das? Den Befehl benutze ich nicht. Das ist ein Portal. Das kann man überlegen. Ich benutze ja nicht so auf den Befehl, um im Portalraum zu kommen. So. Ich weiß gar nicht, ob man von hier aus zu den CBs rutschen kann. Ich glaube, das können auch nur die Admins. Das können nur Admins, glaube ich, ja. So. Oh, hier sind 68 von 200. Kein Zugriff auf diesen Befehl. Ja. Naja, was soll's. Die gehören ihm aber auch noch, die Plots. Von mir ist einfach mal überall Fly an, ne? Nee, auf 3 nicht. Ich hab einen Spieler gefunden. Ja. Ich glaube, das war's auch schon wieder, oder? Das müsste es gewesen. Ja, warte, ich will hier nochmal meinen Dia-Block verschenken. Ich hoffe, er hat ihn eingesammelt. Nein. Komm her, kriegst du noch ein bisschen was zu essen. Nicht, dass du mir hier noch verhungerst. Oh, verhungern, ich kann auch mal was essen. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns morgen im Livestream. Denk dran, 20 Uhr geht's los. Ich denke mal, wir sind so ab. Boah, lass mich lügen, 10, 5 vor sind wir on. Boah, also da denke ich mal, tun wir den Livestream starten. Ja, das meine ich ja. Genau. Ja, alles andere wäre Quatsch. Ich will nicht erst 20 Uhr. Das wird sonst alles ein bisschen eng. Nö, vorher schon. Wir müssen ja auch noch. Wir haben ja noch zwei Mitmacher dabei, die das ganze Event starten. Und die sind ja auch bei uns im TS. Die müssen wir erstmal vorstellen, ne? Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.